Aha, da klappt der Weißabgleich nicht. Das korrigieren wir jetzt mal. Gerade, ich bin ein bisschen blau, hä? So ist besser. So, werte Zuschauer, da bin ich ein zweites Mal mit dem zweiten Versuch mit dem Endeavour-Flug 4797 nach Traverse City. Starten tun wir in LaGuardia in New York. Also, leider ist mir der Rechner gerade abgestürzt, aber komplett. Ach ja, alles von vorne, ne? Ich bin begeistert. Naja, was will man machen? Kommt vor. Ist mal durch, die APU kann hochfahren. Performance hatten wir eben schon mal. 6620. Passagiere. So, leihen wir die IRS. Das machen wir auch schon mal an. Und so, was haben wir nicht an? V-Pilot muss auch wieder starten. Zack. Connect. Oh, disconnect. EDV.
los. Wunderbare Sache, die J-Dumper auch an. So, das. Klimaanlage an, die Pumpen an, Hydraulik auch, no smoking seatbelts, emergency lights. Zack. Simulator-Ton war weg. Jetzt geht er wieder. Chatwick kommt. So, da können die Passagiere auch einsteigen. Position init. KLGA. KTVC. Und execute. Performance in it. Kennedy traffic 788-905-1 departing runway 13 right, runway heading to 3000, then a right turn on track Robbinsville VOR. Wir gehen auf Flight Level. Hat er mir jetzt den Flugplan gekillt? Manchmal, ne? Next finish. Departure, Tutu und Set. Flight Level 340. Execute. Enough, machen wir an. So, wie war das? Heading 224. Wir fliegen also auf dem Runway Heading 224 ein Stück geradeaus und drehen dann ein zum ersten Wegpunkt. Ein wenig. So ist mal der Plan. Heading an. Speed an. Das. So, Performance 7,6 muss die Trimmung sein. Hammer. So, dann sind wir eigentlich ready for Pushback. Gleich, so. Dann sind wir mal gespannt. So, Chatwick kann weg. Aircraft. Tür zu. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Ladies and gentlemen, on behalf of the captain and crew, welcome aboard this flight. We hope you enjoy flying with us. Before takeoff, we would like to encourage all passengers to watch our cabin crew display the safety features of the aircraft.
So, pushen wir mal zurück hier. Beacon an. Triebwerk 2. Start. Parking brake sack and pushback. Ladies and gentlemen, please pay attention as we display the safety features and procedures of the aircraft in case of an emergency. During an emergency, please remain in your seats with your seatbelts fastened and your seats in the upright position. In case of a drop in cabin pressure, breathing masks will drop from the ceiling and should be placed over your head. If there is smoke in the cabin during the evacuation of the aircraft, the walkway emergency lights will display to the exits, which are located here and here. In case of an extreme emergency landing, you will be instructed to get into the brace position, which is executed by placing your head between your knees with your hands over your head. We would also like to remind you that you should turn off all electronic devices. We thank you for paying attention during this brief presentation. So, Anti-Eis. Triebwerk stabilisiert. So können wir pushen, fahren. Pushen. Ich hab's auch nicht alle. Packen Krakow. Lagarde Traffic, Endeavour 7497 crossing runway 13. Lagarde Traffic, Runway 13 cleared.
gentlemen. The captain has advised that we are now cleared for takeoff. LaGuardia traffic, Endeavour 7497, line up runway 22. Klappen setzen. LaGuardia traffic, Endeavour 7497, takeoff runway 22. Nuts. We want rotate. Positive climb, yep. Autopilot ist drin. Tausend Fuß. 1500 Fuß. Ziege zurück auf climb. So, beschleunigen auf 42 Knoten. Nachfahren. Ja, unter uns liegt New York.
Man sieht Manhattan, was wir überfliegen. Wir sind gleich auf 10.000 Fuß. Die Freiheitsstatue rechts. Und es geht in die Wolken. Was haben wir für Außentemperatur? 6 Grad Celsius, das ist noch kein Problem. 10.000 Fuß, ich muss mal kurz ins Cockpit. Das kann aus. Und so was könnten wir auf Knoten beschleunigen. Und dann gibt es ein bisschen Musik. Und so sind wir jetzt auf dem Weg nach Traverse City.
Da ist er ja wieder. Ich fliege mal in Amerika. Ja, morgen muss ich auch wieder arbeiten. Ich denke, die nächsten bis zum Wochenende werde ich wohl nichts mehr machen. Reiseflughöhe ist erreicht. Ja, Spätdienst, da komme ich glaube ich nicht zum Streamen. Habe ich auch wenig Lust, glaube ich. Schauen wir mal. Bye.
Ja, ich mach das mal aus. Ich guck da einen anderen Stream mit. Auch schön. Aber das ist blöd. Guck ich auf dem Laptop. Das ist eine AMD Radeon RX 6900 XT. Die neue. Ja, die habe ich aber gekauft, bevor die Preise noch weiter explodiert sind. Ja. Aber oft ist beim Flugsimulator das Problem eher der Prozessor als die Grafikkarte. Ja. Aber es läuft ganz okay. Ich hoffe auf das DirectX 12 Update dem irgendwann im Sommer oder im Herbst. Vielleicht wird es dann wieder ein bisschen besser. Noch ein bisschen besser. Mal schauen. Wobei, naja, wir lassen uns überraschen. Ja, ja, da kann ich noch ein bisschen warten, bis die Preise fallen. Aber, ja, keine Ahnung. Aber es ist echt krass, ja, die ist echt auch teurer geworden, obwohl sie ein bisschen älter jetzt ist. Also, in dem halben Jahr ist sie eigentlich teurer geworden, anstatt günstiger. Das gibt's auch, glaube ich. Also, momentan kriegt man ja viele Dinge auch einfach auf dem Markt mit. PlayStation 5 gibt's ja auch keine. Das ist nämlich das nächste, was hier reinkommt. Der Enne ist auch da. Aha, guten Moin. Ja und? Was machst du mit der? Nix? Wieso nur zweimal gespielt? Ich habe viel PlayStation gezockt. Ich habe drüben die Pro stehen, wobei momentan fliege ich nur Flugsimulator fast. Aber ich will die alte jetzt nicht hier rüberräumen. Habe ich keinen Bock drauf. Weil das Zimmer hier habe ich mir eingerichtet zum Fliegen jetzt erst. Und ja, da soll eigentlich die PlayStation 5 dann auch hin, weil dann ist es zum Spielen. Dann ist das Spielen aus dem Wohnzimmer verbannt. Ja, heißt das, du willst sie behalten oder nicht? Du sagst, sie steht nur rum. Da spielst du es ja auch noch. Sei doch froh, wenn du eine hast. Ja, gut. Die Lebenszyklen der PlayStation gehen ja nicht so schnell wie beim PC, sag ich mal. Ja? Oder beim Handy. Ja? Die PlayStation bleibt ja noch eine Zeit lang aktuell. Wenn ich die Chance habe, eine zu kriegen, wenn ich was mitkriege, bestelle ich eine. Und ansonsten warte ich, ja. Ich gehe nicht bei eBay und belohne die Leute, die die abgreifen, noch mit Geld. Das ist es mir nicht wert. Und ich will mir eigentlich keine PC-Spiele kaufen. Ich reise ja auch viel. Den PC werde ich wohl eher nicht mitnehmen. Derzeit werde ich dann eher nicht fliegen. Aber eine PlayStation hole ich halt mit, wenn ich verreise. Ja, da hoffe ich auch drauf. Ich bin da... Ja. Muss mal gucken. Ich habe da auch was laufen, damit ich das mitkriege. Und dann bestelle ich direkt. Schlimm genug, das ist nett. Aber die kommen ja halt auch, die kriegen ja auch die Rohstoffe und die Hardware nicht bei. Schlimm. So, wie lange haben wir noch? 41 Minuten. Ungefähr.
überqueren demnächst die kanadische Grenze. Glaube ich mal, da müsste eigentlich die Grenze sein. Da. Gucke, ist das in Kanada? Ne, ist nur Amerika. Dann ist es eine andere Grenze, die da eingezeichnet ist. Ah doch, das kann sein, dass wir das Stück Kanada überfliegen. Das ist möglich. Und dann wieder... ja.
Oh, bin ich mal zurück. Beziehungsweise mal nochmal das Mikro an. Es war langsam Zeit, mal den Anflug zu planen. 26 Minuten noch in etwa. Bis ja, Traverse City Airport. Wir fliegen die 28 an. Der Wind kommt aus 210 mit 6 Knoten, mit Böen bis 17. 27 Grad Außentemperatur. Und das Wetter sei gut, sagt der Wetterbericht. Wir fliegen die ILS Approach an. Da müssen wir am Intritt, also an dem. Also an diesem Punkt hier bei 3500 Fuß sein. Ja? Das ist ein kleiner Regionalflughafen. Ja. Wir werden wahrscheinlich durchsinken auf 2. Ach, mal gucken, auf 2,6 und gucken, dass wir ein bisschen früher unten sind. Mal gucken. Das ist dieser CFBTW-Punkt. Da müssen wir bei 3,5 sein. Wo ist Quen? Ah, Quen ist hier. Genau. So sieht's aus. So schaut es aus. Wunderbare Sache. Hier. Ja. Der Airport Chart. Ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Regionalflughafen. Kommen hier rein, versuchen links abzubiegen und hier an der Air Carrier Ramp irgendwo zu parken. Und weg damit! Dann gucken wir mal, dass wir einen Arrival. Oh, ich habe hier eine Discontinuity Execute. Ich glaube, das ist schon drin. Radio. Nein. Arrival. Ja, die ILS 28. Ja, Execute ist schon drin. Lex. Jetzt hat er mir wieder rausgehauen. Das ist so. Und Execute. Ja, sieht doch ganz gut aus. Wie weit haben wir noch, bis wir sinken müssen? 78 Meilen, das ist gar nicht mehr so weit. Ja. Ist noch keiner mehr unterwegs hier. Ja, so schaut es aus. Schon wieder übersehe. Übersehe, ja? Top of Descent. Ja, kommt ungefähr hin. So sieht's aus.
So, Freunde, gleich geht's runter. In den Descent. Zurücknehmen. Ein bisschen mehr da dran. So, optimal. Liegen gut auf dem Wiener Pfad. Thank you.
und hör mal zu. So, 18.000 Fuß, das heißt, der lokale Luftdruck ist 1012 Hektopascal. Mal umstellen. So, wo geht's denn hin? Der Ende. Nach Lübeck. Auch schön. Von La nach Lübeck. Das hört sich aber nicht weit an. VFA oder IFA? IFA. Ist aber nicht so weit, oder? Hört sich irgendwie nach kleinen Flugplätzen an. Naja, gut. 337 Meilen, da kann man ja schon ein bisschen steigen, ne? Ich muss mal langsamer werden. Geht auf die 10.000 Fuß Marke zu. So, Triebwerke quasi in Idle. Ah, für eine Fluggesellschaft. So virtuell Airline-mäßig nehme ich mal an. Macht ein Freund von mir auch. Star Alliance, glaube ich, oder irgend sowas macht der. So heißt's. Ganz genau weiß ich es gar nicht.
Ich fliege ja im Moment Strecken, die, also ich fliege Strecken nach, die ich online mir suche, ja. Ich gucke im Internet, wo die Maschine, wo gerade der Typ ungefähr fliegt, was da aktuell an Flügen ist, und dann fliege ich die nach, ja. Einfach um mal andere, um nicht immer dasselbe zu sehen, ja. Sonst kommt ja keiner auf die Idee, nach Traverse City zu fliegen, zum Beispiel. Ja, den Flug von La Guardia nach Traverse City, den gibt es halt so wirklich. Mit Endeavour 7497 als Flugnummer. Und genau den fliege ich jetzt auch. Ja, ein bisschen schneller kann ich schon werden. Und nochmal ein bisschen die Nase lupfen. Also 27 nautische Meilen gesamt. Um jetzt nicht ganz so rumzuschleichen. Hoppala, jetzt bin ich zu hoch. Dass ich schneller geworden bin, dann ist man zu hoch. So, hat er mir die 110,7 stimmt. Bis ILS. So. Sind sensibel da, hä? So, bin ich mal gespannt, ob hier das ILS richtig funktioniert. Eben lag ich ja neben der Landebahn. So. 20 nautische Meilen. So, dann bauen wir mal Speed ab, ja. Ja, ILS Localizer hab ich. Die ersten drei Klappen können wir fahren. Ja, das korrigiert er gleich wieder. Ja, das kann man jetzt so lassen, dass er ein auslevelt bei 3,5. Navsers. Nav. Approach. Ja, jetzt aber nicht mehr langsamer werden hier. Der Gleitpfad kommt rein.
Localizer hat er. Dreht ein. Da vorne ist die Landebahn in Sicht. Gleitfahrt hat er auch. Traverse die Traffic Endeavour 7497 on ILS 28. So, ein bisschen böhischer Wind, das scheint zu stimmen, ne, Gasting. Aber schönes Wetter haben wir hier. Wunderbar. Ja, Localizer-Anflüge sind so ähnlich, da musst du nur die Höhe selber quasi ja, bestimmen. Da musst du einen Localizer, also den Localizer holen, den Kurs von der Landebahn einstellen und dann hält. Dann kannst du so quasi die Richtung bestimmen und siehst das halt. Und die Höhe musst du halt von Hand fliegen. Nein, Gleitpfad gibt es auf Localizer nicht. Auf AirNav. Aber AirNav kann zum Beispiel die CRJ nicht. Also AirNav-Anfliege, richtige kann die nicht. Die muss man quasi von Hand fliegen. Am besten ist es, wenn man die Landebahn sieht. So, wie weit haben wir noch? 4. Oh, ich muss langsamer werden. Full Flaps. Gear down. Jetzt kommen wir über den Gleitpfad. Das korrigiert er gleich wieder. Sollte er jedenfalls. Oh, fuck. Ich habe es vergessen. Set all, set. So, jetzt werden wir erstmal von schneller und selber wieder Sync schneller, weil nochmal. Ja, das macht nichts. Sync rate. Jetzt, wenn man die Flaps ausfährt, dann zieht er die Nase hoch. Sync rate. Da muss man auf den Charts gucken, quasi, ja, an welchem Punkt du welche Höhe haben musst. Das ist am einfachsten. Und wenn du die Papis siehst, quasi, diese rot und weiße Lichter müssen zwei rot, zwei weiß sein. Hier sehe ich zum Beispiel keine, da scheinen keine zu sein, was ein bisschen schlecht ist, weil die Landebahn auch nur 2000 Meter hat. Aber ich muss jetzt trotzdem langsam raus. Ein bisschen Schub raus, so. Und wo kommt der Wind? Kommt der von links? Das sieht ganz gut aus. Ich bin überhalb vom Gleitpfad. Sync rate. Ja, leck mich doch. Sync rate. 100. Sync rate. Ja, für mich auch. 50, 40, 30, 20, 10. Wieder schief aufgesetzt. Furchtbar hier. Furchtbar. Aber unten. Unten. Die Notz. Umkehrschub raus. Und. Ja. Die nächste links. Hui. Ja, dann crossen wir die halt. Ja, ja. Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop.
stop. Sauber City Traffic, cleared runway 22, Endeavour 7497. Hoppla, ist zu scharf eingedeckt. Reverse City Traffic crossing runway 36 and there were 7497. Klappen mal hoch. Reverse City Traffic runway 36 cleared. Ja, da redet keiner mit mir, weil da kein Lotse online ist. Aber wenn ich das sage und das ist so eine Sammelfrequenz, dann hört man das im Umkreis vom Flughafen, ja. Und das sind nur so Statusansagen, die man macht, dass da nicht gerade einer im Landeanflug ist, wenn man die Runway kreuzt, ja. Und so Sachen. Treffi, normalerweise sagt man auch noch, wo man Text sieht und so, das spare ich mir, weil ich sehe hier auf der Karte, dass hier kein Mensch am Flugplatz steht, also kein anderes Flugzeug ist. Wenn das in Frankfurt, musst du das schon machen, das sind meistens andere noch. So, dann sind wir gleich on blocks. Ja, so ein kleiner Provinzflughafen, der ist leider nicht gut hinterlegt. Ja, dann gehen wir mal ein. Echt jetzt? Ja. Oh, wir halten mal einfach hier. Ob es passt oder nicht, weiß ich nicht. Da sind keine Linien, das ist ziemlich blöd. So, da sind wir da quasi. Wunderbare Sache. Navflight machen wir aus. Beacon bleibt an, Logo bleibt aus. Taxi geht aus. And so on. Engines off. Und dann die schon aus, die auch aus. Anschnallzeichen können aus. Beacon kann auch aus. Somit kann man Schock setzen, die Tür öffnen, das öffnen und mal gucken, ob die Chatway passt. Das weiß ich noch nicht, das sehen wir gleich. Und so, on. Gubala! Haben wir nun auch Strom?
Das geht aus. Das auf Standby. Weg. Das geht aus. Das geht aus. Schon wieder einer, der nach dem Alter fragt. Alt. Einfach alt. So, Pumpen aus. APU off. Air Conditioning off. So um den Dreh. So, aber an der Stelle werde ich mich verabschieden. Ja, so alt sehe ich nicht aus. Sehe ich öfter. So, an der Stelle darf ich mich mit diesem Bild verabschieden. Und dann sieht man sich vielleicht beim nächsten Stream. Ja, so sieht's aus. Kann schon sein. Ich fliege wahrscheinlich noch einen gleich. Also einfach mal reingucke. Ja, bis später vielleicht. Ciao.